Insgesamt 23 Direktkandidaten stellen sich im OSL-Kreis der bevorstehenden Landtagswahl. Zugelassen wurden sie von den Wahlausschüssen am vergangenen Dienstag. Im Gebiet Lauchhammer, Schipkau-Schwarzheide sowie den Ämtern Ruhland und Ortrand wurden 8 von 9 eingereichten Wahlvorschlägen bestätigt. Nicht zugelassen wurde der AfD-Kandidat. Die notwendigen Unterlagen hätten nicht in der erforderlichen Form vorgelegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Amt Altdöbern in Drebkau, Großrieschen und Senftenberg wurden 7 von 8 Vorschlägen zugelassen. Abgelehnt wurde die Lausitzer Allianz. Sie sei nicht vorschlagsberechtigt. Die Stadt Lauchhammer und der Energieversorger in WAM haben einen neuen Stromkonzessionsvertrag abgeschlossen. Damit darf das Unternehmen öffentliche Wege und Straßen in Lauchhammer nutzen, um Stromleitungen zu verlegen und zu betreiben. Als Gegenleistung erhält die Stadt jährlich rund 357.000 Euro. Der Vertrag umfasst rund 14.600 Einwohner auf einer Fläche von knapp 90 Quadratkilometern. Er läuft über einen Zeitraum von 20 Jahren bis Ende 2041. In Senftenberg gibt es seit kurzem eine Vier-Teiche-Tour. Dahinter steckt ein ausgeschilderter Wanderweg zwischen Großkoschen und Hosener. Er wurde am vergangenen Donnerstag offiziell freigegeben. Mit dem Projekt will Senftenberg als staatlich anerkannter Erholungsort ein weiteres Angebot schaffen. Neben dem asphaltierten Radwegenetz bestehe auch Bedarf für unbefestigte Wege zum Wandern, Laufen und für Nordic Walking. Gäste hätten so auch nach der Badesaison Möglichkeiten für aktive Erholung. Start und Ziel des Radwanderweges ist der Familienpark in Großkoschen. Von dort aus führt die Route über 8,5 Kilometer unter anderem zum Petermanns- und Fabianteich, ehemalige Sandgruben für die Glasherstellung. Geld für eine Schule in Afrika erwandern Jugendliche Ende August im Spreewald. Nachdem sie 2 Jahre lang in Senftenberg unterwegs waren, laufen die Teilnehmer diesmal in und um Lübbenau. Die Gruppen suchen im Vorfeld Sponsoren, die pro gelaufenen Kilometer einen Festbetrag zahlen. 2018 liefen rund 60 Mädchen und Jungen etwa 1560 Kilometer. Sie sammelten ca. 3500 Euro für eine Schule im Tschad. Die Wanderungen 2019 starten am 23. August. Interessierte Mitstreiter, Firmen und Vereine finden weitere Informationen auf der Homepage des OSL-Kreises. Polizei und DEKRA laden Seniorinnen und Senioren zum Präventionstag 2019 ein. Das Fahrsicherheitstraining findet am 27. September auf dem Testoval in Klettwitz statt. Einen Tag lang können Sie Ihr eigenes Auto besser kennenlernen und seine Fahrassistenzsysteme testen, beispielsweise den Abstandstempomat oder den Notbremsassistenten. Weitere Stationen sind unter anderem die Slalomstrecken, das richtige Bremsen auf glatten Fahrbahnen und Erste-Hilfemaßnahmen. Zudem können die Teilnehmer auch die Steilkurve im Testoval testen. Verbindlich anmelden können Sie sich über die Polizeiinspektion Oberspreewald-Lausitz in Senftenberg. Möglich ist das unter 03573881080. In Lauchhammer Mitte läuft der Endspurt für den Kunstrasenplatz in der Weinbergstraße. Laut Stadtverwaltung stehen die Arbeiten gegenüber dem Waldstadion kurz vor dem Abschluss. Auf dem ehemaligen Hartplatz entstand ein Feldhockeyareal in Spielfeldgröße. Auch Fußballer können die Anlage nutzen. Sie ist für beide Sportarten ausgelegt. Die Gesamtkosten liegen bei 1 Million Euro. 280.000 Euro trägt die Stadt. Genutzt wird der Kunstrasenplatz vom Hockeyclub Lauchhammer 1953 und vom FC Lauchhammer. Die Großenhainer Straße in Senftenberg wird vom 22. bis zum 31. Juli für Kraftfahrer voll gesperrt, und zwar konkret von der Kreuzung Freisestraße bis zum Windmühlenweg. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle mit Einschränkungen passieren. Zusammenleben, zusammenwachsen, unter diesem Motto steht die Interkulturelle Woche 2019. Vereine, Initiativen und Privatpersonen aus dem OSL-Kreis können ihre Veranstaltung dazu in einem Programmheft veröffentlichen lassen. Ihre Vorschläge einsenden können Sie bis zum 30. Juli an den Landkreis unter katrin-tupay@osl-online.de. Das waren wieder einige Meldungen aus dem Lausitzer Seenland, liebe Zuschauer. In wenigen Augenblicken geht es hier weiter mit meiner Kollegin Daniela Niebuhr.